Immer öfter wandern Stoffe aber gleich ins Internet ab, wo sie zumindest Online-Geschichte schreiben sollen. In Österreich zuletzt die Webserie Fauna Consulting, die danach auch ins Fernsehen fand. Oder das trashige Paradise Island mit über 1,4 Millionen Klicks. Derselbe Produzent will jetzt mit dem apokalyptischen Online-Thriller After Hell ein ähnliches Trash-Potenzial ausloten, wenn auch professioneller. Vom Paradies geht's direkt in die Hölle. Wir waren am Set. Eine verlassene Mühle in Oberösterreich nahe Steyr. Hier erwachen bald die Zombies zum Leben und machen in einer postapokalyptischen Welt Jane und John das Leben schwer. Die weibliche Hauptrolle übernimmt Moderatorin, Dancing Star und Playboy-Bunny Katie Zimmermann. Es gibt keine Sexszene. Das habe ich gleich. Am Anfang wurde das irgendwie, kam das auf. Die gibt es oder noch nicht, ist in Planung. Ich hoffe eigentlich, das bleibt so. Sollte es das Skript erfordern, würde ich natürlich nicht sagen, das mache ich nicht, weil das ist ja dann auch wieder sehr unprofessionell. Hinter dem Projekt steht Alexander Hölzel, selbst als Hauptdarsteller vor der Kamera. 2006 hat er die erste österreichische Online-Krimiserie produziert. Paradise Island, ein Tropical Heat-Verschnitt im Trash-Format. Mit 1,4 Millionen Klicks die erfolgreichste Webserie im deutschsprachigen Raum. Also dieses Trash-Format, dieser Soft-Porno-Look, der würde jetzt nicht mehr funktionieren. Und After Hell ist im Prinzip ganz anders. Vom Trash wehrt Alexander Hölzel diesmal ab. Er hat zwei internationale Serienhaudegen ins Team geholt. Dirk Benedict und Richard Hatch, bekannt aus Serien wie A-Team oder Battlestar Galactica. Der britische Produzent Phil Moran ist für die Regie verantwortlich. Mit Katie und Alex zu arbeiten, wird natürlich eine Herausforderung, weil sie keine klassische Schauspielausbildung haben. Aber mit etwas Zeit und Übung, davon bin ich überzeugt, werden sie eine tolle Leistung erbringen. Im 30-köpfigen Team dabei, ein Waffenschmied, ein eigener Komponist, ein Fachmann für Special Effects, eine Fachfrau für Zombie-Make-up, ein Stuntman und sogar ein Native-Speaker. Denn die Serie wird in englischer Sprache produziert, bezahlt wird aber niemand. Wer wird bezahlt? Keiner, nix, jeder macht das kostenlos. Die Produktionskosten für die zwei Piloten, die Gehälter nicht einberechnet, belaufen sich auf 100.000 Euro. Nun sucht man nach Produktionspartnern. Deswegen ist das auch unsere erste Produktion, die wir über Crowdfunding mitfinanzieren. Natürlich wäre es cooler, wenn man ganz viel Geld dafür kriegt, keine Frage. Aber es spielt keine Rolle. Webpräsenz und Marketing sind derzeit das Um und Auf, um genug Spendierfreudige zu finden. After Hell soll internationalen Fernseh- und Internet-Networks angeboten werden. Dann entscheidet sich, ob die oberösterreichischen Zombies weltweit in Serie gehen.